Letzte Chance beim WM-Test mitzumachen. Hier bei der Torwand. Euromax WM-Reporter Axel Primavesi unterwegs am Strand von Alinos, nicht weit vom Zentrum Athens. Und das mit der Kandidatensuche für den WM-Test per Megafon funktioniert tatsächlich. Mit dabei Andrea Blanarieu, Claudio Vasilescu und Andrea Prifti. Im Euromax-WM-Test liegen bisher Italien und Frankreich mit jeweils 20 Punkten vorn. Aber das könnte sich heute ändern. Los geht's mit dem Torwandschießen. Jeder darf dreimal, pro Tor gibt es einen Punkt. Und schaffen die Griechen mehr als drei Treffer und stellen damit einen neuen Rekord auf? Nein, am Ende sind es nur zwei. Die Menschen in Athen genießen ganz entspannt den Sommer. Die Tatsache, dass ihre Nationalmannschaft zum ersten Mal im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft steht, sorgt hier nicht für allzu große Euphorie. Noch nicht. Okay, die zweite Runde im WM-Test ist das Quiz. Wir wollen wissen, wie viel ihr über eure Nationalmannschaft wisst. Erste Frage. Wie oft hat sich Griechenland für die WM qualifiziert? Zweimal. Zweimal? Sicher? Nein, das ist falsch. Es war dreimal. Wie viele Tore hat das Team bei der WM 94 geschossen? Zwei? Das ist leider auch falsch. Kein einziges Tor. Letzte Frage. Wer ist der Rekordnationaltrainer von Griechenland? Keine Ahnung? Wollt ihr einen Tipp? Oh ja, bitte. Wisst ihr, woher ich komme? Aus Deutschland. Das könnte ein Hinweis sein. Keine Idee? Deutschland. Otto Rehhagel. Yes, ja, richtig. Drei Punkte für euch. Axel Primavesi zeigt den drei Kandidaten das dritte und letzte Spiel des Euromax-WM-Tests. Das Ziel, den Ball möglichst lange in der Luft zu halten. Wie gut, dass er keiner der Kandidaten ist. Claudio Vasilescu bekommt es besser hin. Pro Kick gibt es einen Punkt, maximal 9. Er schafft fast 20 Treffer, also nochmal 9 Punkte für die griechischen Fans. Okay, wir haben ein Endergebnis. 14 Punkte. Was meint ihr dazu? Ich war nicht in Bestform. Warum? Wenig Schlaf letzte Nacht und zu viel Bier heute. Ich bin nicht zufrieden. Ich schon. Fußball spiele ich nicht. Außerdem bin ich ein Mädchen. Dafür ist das sehr gut. Zurück in Athen auf der Suche nach einem Ort, um das Spiel zu schauen. Fanmeilen, Fehlanzeige. Die Menschen schauen das Spiel zu Hause oder in einer der vielen Bars. Und da kommt so langsam WM-Stimmung auf, denn die Griechen sind stolz auf ihre Mannschaft. Einfach Wahnsinn. Wir im Achtelfinale. Gleichzeitig sind starke Länder wie Portugal schon ausgeschieden. Toll. Das ist sehr gut für die Psyche der Griechen. Seit der Krise haben wir viele Probleme und jeder Glücksmoment ist sehr wichtig für uns. Nach dem Anstoß beginnt das Hoffen auf den Einzug ins Viertelfinale, dann der Rückstand in der zweiten Halbzeit. Nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit entlädt sich die Spannung. Es gibt Hoffnung auf einen Sieg, der dem Land nach der schweren Wirtschaftskrise neues Selbstbewusstsein geben könnte. Aber am Ende scheitern die Griechen im Elfmeterschießen.
Hier auf dem Omonia-Platz im Zentrum von Athen wollten die Griechen eigentlich den Einzug ins Viertelfinale feiern. Aber der Traum von der Weltmeisterschaft ist leider geplatzt. Ich hätte allen hier den Sieg gegönnt. Trotz allem können die Griechen stolz darauf sein, dass sie es zum ersten Mal geschafft haben, bis ins Achtelfinale einer WM zu kommen.